Wir haben hier im Garten der Familie Krüger ganz, ganz viele Gehölze geschnitten. Von Rosen über Bäume, über immergrüne Pflanzen wie Rhododendron. Ja, und ich denke mal, da haben wir sehr viel Wissen vermitteln können. Gehölze sind Pflanzen, die im oberen Bereich wieder neu austreiben. Also ich kann eher sagen, was Stauden sind. Stauden sind Pflanzen, die im Winter komplett einziehen und aus der Wurzel neu wieder durchtreiben. Und das machen eben Gehölze nicht. Die haben also quasi im oberen Bereich die Zweige. Und wenn man die einkürzt, treiben sie von den Seiten wieder durch. Eine vernünftige Gartenschere, das wäre mir das Wichtigste, also eine Schere, die auch schneidet. Jetzt mag ich keine Werbung für eine spezielle Firma machen, aber man kann sagen, wenn eine Gartenschere 30, 40, 50 Euro kostet, dann ist die das auch wert. Und all die Scheren, die unter dem vom Einkaufspreis waren, die quetschen eher die Pflanzen und führen Wunden zu und da können dann Krankheiten oder Schädlinge eindringen. Also wirklich vernünftiges Werkzeug, eine vernünftige Gartenschere und vielleicht sogar auch noch eine kleine Baumsäge. Ja, und das reicht eigentlich schon. Ja, das ist was ganz Ungewöhnliches, aber das bedeutet, dass man mit 5 Schnitten Pflanzen wirklich in Struktur bringen kann. Das führt dazu, dass die Pflanze nicht so extrem neu durchtreibt. Und ich würde mich wünschen, wenn diese 5-Schnitt-Regel in Deutschland mehr zum Standard werden würde für den normalen Garten. Die beste Schnittzeit ist jetzt im November bis ungefähr Mitte Februar, kann man sagen. Alle Pflanzen, die nach dem 1. August noch in Blüte sind, sollte man besser zum ausgehenden Winter schneiden. Das ist ungefähr 15. Februar. Und alle Pflanzen, die vor Blattaustrieb blühen, wie zum Beispiel Forsythien, wie zum Beispiel Zierkirschen, die schneidet man direkt nach der Blüte. Immergrüne Pflanzen im Übrigen schneidet man auch zum ausgehenden Winter, also auch um den 15. Februar, kann man sagen.